In diesem Video geht es um die Grundprinzipien von Pilates. Es wird ein Mattenprogramm geben, ein kurzes, und ein paar Übungen auf dem Cadillac. Ich lege meine Hände auf die linke und rechte Seite vom Schambein, auf den Unterbauch. Ohne mein Becken zu bewegen, versuche ich, den Unterbauch zu aktivieren. Ich ziehe den Unterbauch weg von den Händen und dann lasse ich wieder los. Meine Hände spüren die Aktivierung. Zusätzlich zum Unterbauch aktivieren, ziehe ich meine Wirbelsäule lang. Ich stelle mir vor, dass durch meine Wirbelsäule ein Zug mit vielen Waggons fahren kann. Der kann das durch das Tunnel fahren vom Becken bis durch die Krone des Kopfes hinauf. Ich aktiviere den Unterbauch und ziehe die Wirbelsäule lang. Dann bereite ich mich auf die 100 vor. Ich ziehe beide Knie heran, hebe Schultern und Kopf, strecke Arme und Beine und fange an zu pumpen. Ich versuche, den Unterbauch immer wieder zu finden. Das ist mit der Einatmung schwerer, mit der Ausatmung natürlich leichter. Ich atme ein in den Brustkorb und aus. Währenddessen verlängere ich meine Wirbelsäule. Das Gewicht der Beine ist das Gegengewicht zu der Länge der Wirbelsäule. Ich versuche, in den Brustkorb komplett hineinzuatmen. Nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links. Mit der Einatmung probiere ich, den Unterbauch trotzdem aktiv zu lassen. Mit der Ausatmung wird er leichter aktiv. Ich rolle die Schultern auf den Rücken. Für den Roll-Up strecke ich die Beine auf der Matte aus. Schließe die Fersen fest. Ich ziehe den Unterbauch hinein, tauche nach vor, versuche den Unterbauch zu halten, roll das Becken ab und dann die Wirbelsäule. Erst Wirbelsäule, dann Becken und hier erst Becken, dann Wirbelsäule. Ich kann mir auch vorstellen, dass wo meine Hände gelegen sind, zwei rote Äpfel liegen. Die ziehe ich in mich hinein und versuche sie bei jeder Bewegung nicht zu verlieren. Ich ziehe die Äpfel hinein beim Abrollen. Ich ziehe die Äpfel hinein beim Aufrollen. Fersen sind geschlossen, Innenseite, Oberschenkel aktiv. Ich ziehe weit über die Beine vor, ohne die Äpfel zu verlieren. Und dann lege ich mich ab für One Leg Circle. Ich merke, wenn ich das Bein nach vorne bringe, wird mir der Apfel mit nach vorne rollen. Ich versuche ihn drinnen zu lassen. Das Standbein drücke ich fest in den Boden und ziehe die Seite vom Apfel fest in meine Mitte hinein. Ich ziehe sogar Hüftknochen zur Achsel. Dann wechsle ich das Bein. Standbein drückt fest in den Boden. Standbein, Seite, Apfel wird nach innen gezogen. Nur so fest, dass kein Apfelmus entsteht, sondern ich einfach mein Becken stabilisieren kann. Währenddessen schießt durch meine Wirbelsäule der Zug. Über einen Roll-Up komme ich nach oben für Rolling Like a Ball. Ich ziehe die Knie heran, schließe die Fersen fest und versuche beide Äpfel hineinzuziehen und damit mein Becken noch mehr zu kippen. Zusätzlich zum Becken kippen versuche ich meine Wirbelsäule richtig lang zu machen. Ich rolle, indem ich die Äpfel fester noch hineinziehe. Ich schaue, dass die Äpfel mir nicht in den Hals rollen. Vor allem, wenn die Beine über Kopf sind, versuche ich extra den Unterbauch zu aktivieren. Ich habe eine leichte Halskrümmung, eine extreme Beckenkrümmung. Fersen bleiben im Gesäß. Schultern könnte ich noch mehr zurückrollen auf den Rücken. Dann setze ich mich in die Mitte der Matte und roll nach unten ab für die 5er Serie
mit dem Apfel-Image. Single Leg Stretch. 10 Stück, während ich versuche, meine Wirbelsäule zu verlängern und anzuheben, den Unterbauch und den Oberbauch zu verwenden. Ich rolle die Schultern auf den Rücken. Wenn ich ein Bein ausstrecke, muss ich die Seite Apfel fest hineinziehen. Double Leg Stretch. Ich strecke mich lang, kreise und ziehe heran. Ich strecke mich lang, ziehe die Äpfel bewusst hinein, lifte den oberen Rücken, kreise und wenn ich die Knie heranziehe, verlänge ich trotzdem die Wirbelsäule. Ich verlängere die Wirbelsäule beim Ausstrecken der Arme und Beine und auch beim Beugen der Arme und Beine. Wirbelsäule bleibt immer lang, Äpfel versuche ich immer hineinzuziehen, ohne dass ein Apfelmus entsteht, gerade so fest, wie das die Bewegung braucht. Ich bereite mich vor auf die Scissors. Ich ziehe die Äpfel beide in mich hinein. Hebe Schultern und Kopf. Und für die Scissors halte ich an der Oberschenkelrückseite zuerst fest. Ich beobachte von innen meinen Körper. Wo lasst er die Äpfel raus? Beim Wechsel? Wahrscheinlich. Ich mache einen scharfen Wechsel, als ob ich einen Schnitt mit der Schere durch die Luft mache und extra ziehe ich hier die Äpfel hinein. Ich lifte den oberen Rücken. Durch den Blick oberhalb der Knie habe ich eine leichte Halskrümmung. Ich kann dann höher hinaufgreifen auf das Bein, wenn ich meinen Rücken lang ausgebreitet unten lassen kann. Becken wird mittig belastet, beide Äpfel ziehen hinein. Für Lower Lift schließe ich die Fersen fest. Die Beine sind wie ein Bein und ich gehe nur so weit mit den Beinen, wie ich merke, dass ich eine Unterbauchverbindung herstellen kann. Wenn die Beine vorgehen, muss ich die Äpfel extra hineinziehen. Wenn die Beine hergehen, muss ich mein Becken verändern, mit Sitzbeinknochen nach vorzeigen und Äpfel hineinziehen. Ich halte die Mittellinie mit den Beinen. Ich drücke den Kopf in die Hände und versuche über eine Oberbauchverbindung den oberen Rücken noch anzuheben. Immer wieder regeneriere ich die Unterbauchverbindung. Für Crisscross lasse ich die Hände am Hinterhaupt, hebe den oberen Rücken und drehe mich auf eine Seite, während ich schaue, dass die Äpfel drinnen bleiben. Ich drehe meine Wirbelsäule. Ich schaue, dass ich bei dem Wechsel auf die andere Seite die Unterbauchverbindung nicht verliere. Ich drehe mich von oben nach unten und von unten nach oben zurück. Alle Äpfel versuche ich hineinzuziehen, vor allem beim Wechsel. Dann lege ich mich ab für einen Roll-Up. Spine Stretch Forward. Gegrätschte Beine, geliftete Wirbelsäule. Beide Äpfel ziehe ich hinein, während ich vortauche, über die Beine, soweit das geht. Und ich ziehe die Äpfel auch hinein, während ich wieder hinaufrolle. Ich probiere, die Unterbauchverbindung zu halten, während sich die Wirbelsäule bewegt. Und ich probiere sie auch immer wieder zu regenerieren, wenn ich die Unterbauchverbindung verliere. Fersen drücken hinunter und halten eine Mittellinie, indem ich die Beine zusammendrücke. Wenn ich da vorne bin, versuche ich trotzdem die Äpfel in mich hineinzuziehen und die Wirbelsäule nach vorne zu runden. Gleichmäßige Rundung über den unteren Rücken, den mittleren, den oberen, den Hals und den Kopf. Wenn ich aufroll, will ich mehr Platz geschaffen haben zwischen den Lendenwirbeln. Ich versuche auch Platz zwischen die Brustwirbeln zu bringen. Auch meine Halswirbelsäule kriegt Abstand zwischen die Wirbelkörper. Ein weiteres Image für meine Wirbelsäule wäre ein Turm von Thunfischdosen. Vom Nabel nach hinten fahrend über meine echte Taille
sind nach unten 5 Lendenwirbeln, die ich mir vorstelle als Thunfischdosen, weil die zylindrisch sind und auch die Wirbeln so sind. Diese Thunfischdosen schweben über meiner Küchenarbeitsplatte. Ich hebe diesen ganzen Turm Thunfischdosen hoch von einer Küchenarbeitsplatte. Dann hebe ich den 5. weg vom 4. Den 4. weg vom 3. Die 3. Thunfischdose weg von der 2. Die 2. von der 1. Und die schweben alle übereinander. Die ganze Zeit mache ich Länge vorne, hinten, rechts und links von der Wirbelsäule. Ich atme ruhig weiter und regeneriere diese Unterbauchverbindung für die Länge der Wirbelsäule. Wir probieren nochmal Spine Stretch mit Arme auf Schulterhöhe vorne. Mit diesem Bild des Thunfischdosenturms versuche ich, die Thunfischdosen mit Abstand nach vorne zu bringen, dass kein Thunfischöl oder Saft hinausfließt. Ich komme ein paar Zentimeter weiter vorne hin, weil ich mir die Unterbauchverbindung zu Hilfe nehmen, um die Wirbelsäule noch weiter nach vorne drüber zu legen. Das ist eine runde C-Kurve in der Wirbelsäule. Ich flexe die Füße, ich schaue, dass meine Sitzbeinknochen Richtung Boden gerichtet sind, dass beide Äpfel permanent hineingezogen werden. Für den Open Leg Rocker setze ich mich etwas nach vor hinter die Sitzbeinknochen, strecke beide Beine gleichzeitig nach oben und ich rolle, indem ich beide Äpfel hineinziehe und auch an der hintersten Stelle habe ich die Äpfel in mir drinnen. Die dürfen mir nicht in den Hals rollen und ich sollte mich nicht klein machen und dazwischen mal aufrichten müssen. Ich sollte permanent auseinandergezogen sein. Ich ziehe die Äpfel in mich hinein. Und ich ziehe die Wirbelsäule lang. Die Thunfischdosen sind angehoben. Dann rolle ich mein Becken und die Wirbelsäule ab für den Korkenzieher. Wirbelsäule zieht lang, Äpfel ziehen hinein, während ich meine Beine kreise. Ins Zentrum, links, vor, rechts, Mitte. Ins Zentrum, rechts, vor, links, Mitte. Ich verlängere die Wirbelsäule und vertiefe den Unterbauch. Ich rolle meine Schultern auf den Rücken und schaue, dass mein Becken immer mittig liegt. Für den Roll-Up ziehe ich meine Äpfel hinein, tauche weit nach vor und setze mich für die Säge gegrätscht hin. Ich drehe Kopf und Wirbelsäule auf eine Seite. Ich lasse den hinteren Arm gleich nach unten gehen, dass ich meine Schultern nicht blockiere. Ich sitze auf beiden Sitzbeinknochen gleich fest oben. Ich artikuliere die Wirbelsäule vom Kopf bis zur Lendenwirbelsäule. Ich drehe, während ich wachse. Ich beuge mich, während ich wachse. Ich ziehe die Lendenwirbeln auseinander. Ich ziehe die Brustwirbeln auseinander, sowohl bei der Drehung als auch bei der Beugung. Auch meine Halswirbel ziehe ich auseinander. Ich versuche, so weit wie möglich nach vorn zu kommen, aber so tief wie möglich meine Äpfel zu ziehen. Wenn ich mich drehe, bringe ich den hinteren Arm gleich nach hinten hinunter. Wenn ich vorgebeugt bin, ziehen beide Arme auseinander und verstärken die Rotation der Wirbelsäule. Ich schaffe Platz zwischen den Thunfischdosen und dann rolle ich nach unten ab für Swan Preparation. Ich lege mich in die Bauchlage,
Hände über Schulter breit, damit ich die Schultern auf den Rücken rollen kann. Die Äpfel ziehe ich in mich hinein und damit kippe ich mein Becken in eine neutrale Position. Schambein und Hüftknochen sind auf einer Ebene. Beine, wenn möglich, geschlossen. Ich verlängere die Beine, ich verlängere die Wirbelsäule und roll die Wirbelsäule nach oben, sodass zwischen meinen Schulterblättern eine innere Kurve der Wirbelsäule entsteht. Wenn ich hinaufrolle, ziehe ich die Wirbeln auseinander und wenn ich hinunterrolle, schaffe ich noch mehr Platz, damit kein Thunfischöl, kein Thunfischsaft hinauskommt, muss ich beide Äpfel hineinziehen. Ich rolle die Schultern auf den Rücken. Ich halte die Mittellinie mit den Beinen, um noch leichter in die Unterbauchverbindung zu kommen. Der Druck der Hände gegen die Matte hilft. Ich versuche einen Teil der Wirbelsäule zu bewegen, der sich sonst nicht so gerne bewegen lässt, der obere Rücken. Ich kann hier in den Oberbauch hineinatmen, während ich Single Leg Kick mache. Ich wechsle in der Luft die Beine. Ich versuche mich durch das Kicken der Beine im Unterbauch nicht stören zu lassen. Die ganze Zeit ziehe ich die Äpfel hinein. Ich verlängere meine Wirbelsäule. Ich rolle die Schultern auf den Rücken. Und dann drehe ich mich in die Rückenlage für die Shoulder Bridge. Die Füße stehen hüftgelenksbreit. Ich ziehe meinen Unterbauch hinein und rolle meine Sitzbeinknochen hinauf zur Decke. Und rolle mein Becken wieder ab. Das rollende Becken nimmt die Wirbelsäule mit hinauf und hat auch oben ihre neutralen Kurven. Mein Hinterhaupt drückt nach unten und wenn ich mein Becken abrolle, ziehe ich jeden Wirbel weg von Richtung Kopf. Meine Füße sind gleichmäßig belastet. Wenn mein Becken oben ist, sind die Arme hinter meinem Körper und geben mir die Gelegenheit, die Schultern auf den Rücken zu rollen. Der Blick ist zur Decke gerichtet, somit habe ich eine neutrale Halskurve. Ich belaste meine Füße gleichmäßig und ziehe immer wieder meine Äpfel so weit hinein, dass ich eine Unterbauchspannung spüre. Jedes Aufrollen und Abrollen ermöglicht mir, Platz zwischen die Wirbelkörper zu bringen. Sollte Thunfischsaft oder Öl hinauskommen, ist das auch nicht gut für meine Nerven, die zwischen den Wirbeln rennen. Für die Leg Springs auf den Cadillac platziere ich meinen Kopf eine Handbreit von Cadillac-Rand entfernt. Die Füße kommen in relativ starke Federn. Die Hände halten mit den Handballen und langen Fingern die vertikalen Stangen umarmt. Ich probiere ein neutrales Becken zu halten und beginne mit ein paar Fröschen. Wenn ich die Beine herziehe, widerstehe ich genauso den Federn wie beim Hinausstrecken. Ich ziehe meine Äpfel hinein, ich verlängere meine Wirbelsäule. Die Fersen sind geschlossen, Kreuzbein liegt mittig auf der Matte auf. Für die Leg Circles drücke ich gegen die Federn beim Heben der Beine, genauso wie beim Senken, da ist es leichter. Beim Heben der Beine muss ich das bewusst machen, dass mir nicht die Federn die Beine hinaufschnalzen, muss ich dagegen drücken mit gestreckten Beinen. Ich finde den Unterbauch
und schieße die Wirbelsäule nach hinten. Bei der Gegenrichtung gehe ich nur so tief mit den Beinen, wie ich ein neutrales Becken halten kann. Beide Äpfel werden hineingezogen. Ich habe eine Unterbauch- und Oberbauchverbindung. Hinterhaupt liegt schwer und schießt weg vom Steißbein. Auch hier kann der Zug noch durch das Tunnel der Wirbelsäule durchfahren. Für die Scissors senke ich ein Bein so weit ab, wie ich die Unterbauchverbindung spüre und den Druck gegen die Federn halten kann. Ich pulsiere zweimal hinunter gegen die Federn. Ich versuche, gestreckte Knie zu halten. Ich versuche, beide Äpfel drinnen zu halten. Ich versuche, mein Becken neutral zu halten, genauso wie die Kurven der Wirbelsäule neutral liegen zu lassen. Für eine kurze Pause lege ich auch die Arme ab. Becken ist neutral, Äpfel werden hineingezogen. Für Walking sind kleine Mini-Scissors, probiere ich den Druck gegen die Federn sowohl beim Hinuntergehen als auch Hinaufgehen konstant zu halten. Ich finde Unterbauch, ich finde Oberbauch. Ich umarme die vertikalen Stangen mit den Händen und halte so meine Wirbelsäule stabil, sonst würde ich vom Cadillac hinunterrutschen. Hände platziere ich wieder. Wir machen Bicycle. Durch den Druck gegen die Federn, sowohl nach vorne als auch beim Hineinziehen, trainiere ich Vorder- und Rückseite der Beine. Ich trainiere die Stabilisierung meines Beckens. Ich versuche, beide Seiten vom Schambein aktiv zu halten. Rückwärtiges Radfahren mit kontrolliertem Heben und Herziehen des jeweiligen Beins. Für die Beats probiere ich die Beine so breit zu öffnen, wie das der Cadillac Rahmen ist. Ich probiere im Rhythmus von den 100 zu öffnen und zu schließen 10 Mal. Dann beuge ich die Knie heran. Nochmal. Sowohl beim Öffnen der Beine als auch beim Schließen der Beine spüre ich den Widerstand der Federn. Jetzt probiere ich das Ganze eine Stufe tiefer. Unterbauch ist aktiv, lange Wirbelsäule, Hände umarmen die vertikalen Stangen. Zum Abschluss gibt es noch ein paar tiefe Frösche. Ganz nah an der Matte strecke ich die Beine und beuge sie. Fersen sollten geschlossen bleiben. Ich ziehe rechten und linken Apfel hinein. Ich schieße die Wirbelsäule so nach hinten, dass ein Zug ungestört durchfahren kann. Ich verwende Rückseite und Vorderseite der Oberschenkel beim Strecken und beim Beugen der Beine. Ich wechsle zu den Arm Springs. Wenn ich die Griffe rauf zur Decke strecke, probiere ich Federn parallel zum Cadillac zu haben und vertikale Arme, sodass die Hände über den Schultern sind. Ich habe hüftgelenksbreite Beine aufgestellt und eine neutrale Wirbelsäule.
Ich aktiviere den Unterbauch, ziehe beide Äpfel hinein, mache die Wirbelsäule richtig lang. Und dann hebe ich die Schultern weg von der Matte. Mit der Unterbauchverbindung rolle ich die Schultern auf den Rücken und bringe die Schultergräte auf die Matte. Und mit diesen Schultern auf dem Rücken probiere ich Zug auf die Federn zu bringen. Ich bringe die Arme unter Zug nach vorne und schieße die Wirbelsäule nach hinten. Gegen den Widerstand der Federn hebe ich die Arme. Ich rolle die Schultern auf den Rücken, finde den Bauch und verlängere die Arme nach vorne. Wenn ich die Arme nach vorne verlängere, habe ich Chance, die Wirbelsäule nach hinten zu verlängern. Immer wieder rolle ich die Schultern auf den Rücken. Zweiter Teil der Armsprings. Ich öffne die Arme zur Seite und bringe sie wieder zu den Hüften. Dazu habe ich die Handflächen zu den Hüften rotiert. Ich rolle die Schultern. Ich halte den Zug auf den Federn, sowohl beim Öffnen als auch beim Herziehen. Diese Sidearms gehen dann gleich über in Arm Circles. Ich rotiere meinen Oberarmknochen im Schultergelenk. Umgekehrte Richtung, während ich zwei Äpfel in mich hineinziehe und die Wirbelsäule richtig lang mache. Für den Trizeps bringe ich Spannung auf die Federn. Bring die Arme nach vor, lass den Oberarmknochen, wo er ist, und winkel die Ellbögen an. Roll die Schultern auf den Rücken, während ich die Ellbögen strecke. Meine Ellbögen berühren mich nicht und meine Ellbögen berühren auch nicht die Matte. Oberarmknochen bleibt stabil, während Unterarmknochen Richtung Oberarmknochen und Richtung Matte sich bewegt. Für die nächste Übung verwende ich die Push-Throw-Bar ohne Feder. Ich werde mich in die Bauchlage begeben für eine Art Schwan. Ich habe lange Beine, lange Arme. Der Kopf ist gehoben auf Höhe der Oberarme, sodass die Ohren auf Höhe der Oberarme sind. Wie beim Schwan vorher rolle ich meinen oberen Rücken in seine innere Kurve. Ich drücke mit den Handballen gegen die Push-Through-Bar. Der Bereich unter dem Hals soll bewegt werden, zwischen den Schulterblättern unter dem Hals. Ich ziehe beide Äpfel hinein, verlängere die Beine in eine Richtung, die Wirbelsäule in die andere Richtung. Jedes Mal schaffe ich Platz zwischen den Wirbelkörpern. Jedes Mal regeneriere ich die Unterbauchverbindung. Und jedes Mal verlängere ich die Wirbelsäule nach vorne, sowohl beim Heben als auch beim Senken.
Ich montiere mir die Roll-Down-Bar für die Rolling Stomach Massage. Ich hacke meine Knie über die Stange mit bloßen Beinen geht das besser. Wenn ich eine rutschige Hose hätte, müsste ich ein Pad unter die Kniekehlen legen. Ich lege eine Handbreit vom Cadillac-Rand, habe meine Hände mit den Handballen gegen die vertikalen Stangen, lange Finger und ein neutrales Becken. Ich roll mein Becken so nach oben, dass die Knie Richtung Schultern kommen. Ich lasse das Becken oben, während ich meine Füße nach unten bringe. Ich roll das Becken ab und nehme somit die Wirbelsäule hinunter wie bei der Shoulder Bridge. Ich bringe die Knie zur Brust mit neutralem Becken. Ich roll mein Becken ein, Knie zu den Schultern. Ich lasse mein Becken oben, während ich die Wirbelsäule abrolle. Ich lege zwischen den Schulterblättern, ziehe die Wirbeln auseinander. Für die Gegenrichtung stelle ich die Zehen ab, roll mein Becken, lass mein Becken oben, während Knie zu den Schultern kommen und rolle ab. Ich hebe mein Becken, heb die Wirbelsäule, bring die Knie zu den Schultern und rolle ab. Ich befreie meine Beine aus der Rolldown-Bar und montiere mir eine obere Feder für die Push-Through-Bar. Für den Shoulder-Rolldown lege ich mich vor die Push-Through-Bar. Die Beine kommen dann auf die Stange und wenn ich die Stange hinunterbringe, ist die Holzstange genau zwischen den zwei Metallstangen. Meine Füße sind hinter der Mitte des Fußes, fast mehr bei den Fersen auf der Stange und hacken zueinander. Sie hacken das Holzbrett in der Mitte der Holzstange zueinander. Ich beuge meine Knie und meine Hüfte und versuche, ein neutrales Becken zu behalten. Ich strecke meine Beine und versuche, ein neutrales Becken zu behalten. Immer wieder positioniere ich die Füße im hinteren Drittel der Mitte des Fußes. Ich aktiviere den Unterbauch, schieße die Wirbelsäule nach hinten. Kontrolliert bringe ich die Stange nach oben. Knie laufen parallel, Füße laufen parallel.
Unterbauch aktiviert, Oberbauch genauso. Ich verwende Rückseite Oberschenkel, Vorderseite Oberschenkel, Gesäßmuskulatur, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur. Vom Unterbauch rolle ich mein Becken nach oben, stabilisiere ein Bein und hebe ein Bein weg von der Stange. Das Becken bleibt geliftet, während ich das Bein weghebe. Das Becken bleibt geliftet, während ich das Bein wieder abstelle. Ich rolle Wirbel für Wirbel weg vom Kopf und schaffe somit wieder Platz zwischen den Bandscheiben. Ich beuge die Knie und die Hüfte und strecke die Beine mit Mittellinienumarmung. Wieder rolle ich mein Becken nach oben und nehme somit die Wirbelsäule mit nach oben. Ich liege zwischen den Schulterblättern. Meine Halskurve ist eine neutrale, während ich ein Bein hebe und es zu mir dehne und das andere Bein hebe. Immer wieder positioniere ich die Füße richtig. Immer wieder schaue ich, ob ich meinen Unterbauch aktiv habe. Über einen Roll-up komme ich nach oben. Befreie meine Füße von der Stange. Und bereite mich vor auf ein paar Teaser-Vorübungen. Die Stange muss über Stirn und Nase drüber gehen, während ich mich auf der Matte ausbreite. Ich beuge meine Ellbogen zur Seite, berühre mit den Oberarmen die Matte. Vertiefe den Unterbauch und den Oberbauch, während ich die Arme nach hinten strecke. Zug kann durchfahren. Ich lasse die Ellbogen so breit wie möglich, während ich die Stange wieder mit Händen über Schultern bringe. Ich ziehe Unterbauch und Oberbauch nach innen, während die Arme über Kopf sind. Wirbelsäule ist lang. Das Ganze mache ich etwas flotter. Ich probiere, ein neutrales Becken zu behalten, während ich den oberen und den mittleren Rücken, sogar den unteren Rücken aufrolle und mich relativ lang mache. Das Becken liegt idealerweise auf der Matte. Wenn mein Kopf den Boden berührt, rolle ich sofort wieder hoch, probiere Schambein, Hüftknochen auf einer Ebene zu lassen, Sitzbeinknochen nach vor zu den Fersen schauen zu lassen, trotzdem ich eine runde, geliftete Wirbelsäule mache. Kurze Pause mit flotten Beugen und Strecken der Ellbögen. Ich rolle wieder bis zu einem neutralen Becken auf.
Diesmal rolle ich knapp hinter die Sitzbeinknochen. Ich versuche, eine geliftete C-Kurve zu behalten. Dann rolle ich zu einem neutralen Becken ab und komme gleich wieder hoch hinter die Sitzbeinknochen. Flottes Beugen und Strecken der Ellbögen. Ich finde den Unterbauch, roll zu einem neutralen Becken, dann weiter nach oben. Ich versuche, die Krone des Kopfes zur Holzstange hinaufzuziehen. Ich beuge die Ellbögen und strecke sie. Und versuch, Wirbelsäule lang zu behalten. Ich roll Becken und Wirbelsäule ab. Kurze Pause mit Beugen und Strecken der Ellbögen. Ich roll Wirbelsäule und Becken nach oben. Wenn ich die Ellbögen beuge, sollte ich groß bleiben. Wenn ich sie strecke, noch größer werden. Ich versuche, die Arme nach oben zu strecken, habe ein gekipptes Becken und dann tauche ich nach vor über die Beine. Für Push-Through drehe ich mich um mit den Füßen gegen die Metallstangen. Hände sind auf der Holzstange. Ich schiebe die Holzstange hoch nach oben, dass meine Wirbelsäule eine Diagonale bildet. Thunfischdosen ziehen auseinander. Unterbauch zieht die Äpfel hinein. Ich runde mein Becken und somit die Wirbelsäule ein bisschen. Bleibe gerundet, aber geliftet, während ich hinter die Sitzbeinknochen rolle. Tauch die Stange durch, roll auf die Sitzbeinknochen, roll vor die Sitzbeinknochen. Dann roll ich auf sie, bleib geliftet, hinter die Sitzbeinknochen und bring die Stange nach oben mit einer gelifteten C-Kurve. Und im letzten Moment ändere ich Becken und Wirbelsäule. Ich runde mich im Becken. Ich tauche rund nach vorne. Ich rolle rund auf die Sitzbeinknochen, hinter die Sitzbeinknochen, auf sie und jetzt vor sie, indem ich mein Becken ändere. Einmal noch. Für die Mermaid Kneeling bringe ich die Hand in die Mitte der Stange, bringe meine Knie in die Mitte, in die Mittellinie vom Cadillac, hack die Knie zueinander, bringe einen langen Arm ans Ohr und das Becken über die Knie. Durch den Druck der Stange nach unten kann ich meine Wirbelsäule nach oben verlängern und ich beuge mich zur Seite.
Ich probiere, Druck auf linken Knie zu lassen. Dazu müsste ich das Becken noch mehr nach links schieben. Dann kriege ich mehr Druck auf das linke Knie. Beide Äpfel ziehe ich hinein und ich beuge mich beim Kopf beginnend. Hals, Oberrücken, mittlerer Rücken, sogar der untere Rücken hat eine Seitbeugefunktion. Und von unten nach oben entfalte ich mich wieder. Ich drehe mich auf die andere Seite. Knie umarmen eine Mittellinie. Arme sind in der Mitte der Stange, anderer Arm ist am Ohr. Durch das Runterdrücken kann ich mich schon nach oben verlängern. Ich sollte das Becken noch mehr Richtung rechts verschieben, damit der Druck auf das rechte Knie kommt. Kneeling Mermaid. Ich baue die Push-Through-Bar ab und komme für den Thigh-Stretch zur Roll-Down-Bar. Ich bin eine Armlänge entfernt, habe Knie über den Hüften. Überschulterbreite Hände. Hacke die Knie und die Füße zueinander. Wenn ich die Stange tief drücke, verlänge ich mich nach oben. Ich finde beide Äpfel. Ich finde die Thunfischdosen. Das Drücken der Füße in den Boden, das Hacken der Knie zueinander, Schultern auf den Rücken, bringen eine kompakte Mitte. Für den Thigh Stretch drücke ich den Riss der Füße hinunter, hacke meine Knie zueinander und lehne mich an den Knien nach hinten, um die Oberschenkelvorderseite zu dehnen. Ich halte eine Mittellinie und kann mich dadurch nach hinten lehnen. Für Standing Armsprings hänge ich mir die Armsprings auf Höhe meiner Schultern auf. Lehne mich in den Wind und probiere Boxing. Hug a tree. Und so etwas wie Long Stretch auf dem Cadillac, was wir sonst
auf dem Reformer machen. Chest Expansion im Stehen. Die Arme kommen am Körper vorbei und ziehen weiter zurück. Noch weiter. Ich habe das Gewicht zu 2/3 bei den Fersen. Weiter. Mit der Push-Throw-Bar auf dieselbe Höhe, auf Schulterhöhe. Side-Arms. Ich lasse meinen Körper nach oben wachsen, roll die Schulter auf den Rücken und bring meine Faust zu meiner Hüfte. Selbe Übung wie vorher, in dem Fall Push-ups. Ich lehne mich in den Wind. Strecke die Arme nach vor auf Schulterhöhe. Halte die Spannung auf den Federn. Halte lange Handgelenke. Hebe die Arme. Bring sie auf Schulterhöhe und über Kopf. Ich finde beide Äpfel in mir drinnen. Ich schaue, dass durch diese Wirbelsäule der Zug fahren kann. Ich lifte die Thunfischdosen. Selbe Aktion, nur Push-Ups. Ich beuge meine Ellbögen 45 Grad zur Seite, roll die Schultern und als ob ich den Boden wegdrücke, drücke ich die Stange weg. Mit Kontrolle probiere ich zurückzukommen. Für Standing Chest Expansion hänge ich die Stange höher. Bring Becken über Füße. Stange nach unten, Wirbelsäule nach oben. Beide Äpfel ziehe ich hinein, Oberbauch ist aktiv. Mein Oberkörper könnte weiter zurückkommen. Ja, genau. Ich lifte den Unterbauch, den Oberbauch und die Wirbelsäule. Hier ist die Essenz von Pilates. Unterbauch und Länge der Wirbelsäule.